Ja, hallo ihr Lieben, es ist soweit, der literarische Adventskalender geht wieder online, von heute an jeden Tag ein neues literarisches Türchen, das geöffnet wird, aus zwei Bänden der wunderbaren Reihe Weihnachtswundernacht, dem Band 7 aus dem letzten Jahr, wo ich den literarischen Adventskalender ausfallen lassen musste, weil ich im Krankenhaus war, und aus Band 7, dem diesjährigen Weihnachtswundernacht-Band. Ihr seht über mir die wunderschöne Krone von Jean-Michel Basquiat, die darauf hindeutet, um wen es im literarischen Adventskalender geht, nämlich um den König der Welt, der einer von uns geworden ist, der ein Mensch geworden ist, um Jesus Christus, den König der Könige, den wir erwarten im Advent. Und ich habe dieses Video heute um 11.11 Uhr begonnen. Das erschien mir passend, weil die ursprüngliche Adventszeit am 11.11. um 11.11 Uhr begann, also mit dem Beginn der Karnevalssaison, und dann ging bis zum Weihnachtsfest, bis zum 6. Januar, dem Epiphaniasfest, das Weihnachtsfest, das heute in der orthodoxen Kirche immer noch an diesem Termin gefeiert wird. Und der Unterschied zwischen dem 11.11. und dem 6. Januar sind genau 40 Tage, und war ursprünglich eine Fastenzeit, also eine Zeit, in der man sich auf das Kommen des Königs vorbereitet hat, in der man achtsam gewesen ist. Und um vielerlei Achtsamkeitsübungen geht es ja auch immer wieder im Advent. Ich werde auch einen goldene Regel Adventskalender posten und hoffe, dass viele diesen Kalender auch nachmachen werden. Und ich werde natürlich lesen. Und ich habe es euch gestern versprochen, einige von euch haben vielleicht schon die Stelle sich angeschaut in der Bibel, auf der oder von der ausgehend ich diese Geschichte geschrieben habe, nämlich 1. Petrus 3, Vers 19, die Höllenfahrt Christi, wo Jesus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, in das Gefängnis, in dem die Seelen saßen und sie ihnen dann gepredigt hat. Und von dieser Stelle aus habe ich eine Idee gehabt, eine Inspiration, und habe eine Geschichte geschrieben, und mit der fange ich an, und die heißt, dass der letzte Weihnachtsbaum erleuchtet die Hölle. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Quietsch nieder, dudelte es leise aus dem verbeulten Kassettenrekorder, den sie auf einer verlassenen Raumstation gefunden hatten. Es war eines der letzten sogenannten Weihnachtslieder, Schlüssellieder, die irgendwo zwischen ihren Texten, Melodien und Rhythmen eine verborgene Botschaft enthielten. Alle Jahre wieder war das Motto ihrer galaxisweiten Suche nach Erlösung geworden, und sie hatten als Zeichen für ihre Suche den Text in der Schrift der Ahnen über ihr gesamtes Raumschiff gemalt. Ihre Suche hatte begonnen, als sie ein paar alte Schriften aus einer Engelsbarke gerettet hatten, die im Begriff war, auf die Sonne zuzudriften. In einer der Schriften hatten sie Hinweise auf die Koordinaten des Ursprungsplaneten gefunden. Auf dem Ursprungsplaneten, hieß es in den kosmischen Legenden, sei der Erlöser geboren worden, der allein über den Durchgang durch die Entrückungsportale entschied. Und auf andere Weise konnte man nicht in die goldene Stadt des Allmächtigen gelangen. Das letzte, noch funktionierende Entrückungsportal sollte auf dem Ursprungsplaneten stehen. Es sollte sich außerhalb der linearen Zeitausbreitung in den jenseitigen Landen, den Phylakä, befinden. Und der Portalmeister Christuskind sollte vor tausenden von Jahren in einer nur 3 Tage anhaltenden dyschronalen Anomalie den Weg dorthin gefunden haben.
Dort hätte er dann, hatten Sie im Petruslogion, 1. Petrus 3, Vers 19 gelesen, den Seelen im Gefängnis gepredigt, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das hatten sie als Hinweis darauf verstanden, dass man zum einen nur in 8er-Gruppen durch die Portale gehen konnte und dass zum anderen die jenseitigen Lande tatsächlich noch Bestand haben mussten, solange es lebende Seelen im linearen Raum-Zeit-Kontinuum gab. Und genau wie in diesem Text waren auch sie, 8 Seelen, die letzten Menschen eines sterbenden Universums. Als sie mit Lichtgeschwindigkeit in das System des Ursprungsplaneten einflogen, starrten sie ergriffen auf den dunklen Planeten. Ihre Ortungsgeräte konnten zwar keine energetischen Impulse mehr anmessen, aber dort sollte er unter einem großen ewigen Licht geboren worden sein, der Portalmeister Christuskind von einer Hominiden namens Maria. Unfassbar, dass es ausgerechnet in diesem entlegenen Teil der Milchstraße eine Gottesgebärerin gegeben haben sollte, eine Theokotos. Mittlerweile war diese Spezies bereits aufgestiegen und lebte wie so viele andere in der goldenen Stadt Jerusalemorum. Diese gigantische Chronosphärenarche zog ihre ewige Bahn durch das Multiversum, die allumfassende Schöpfung des Allmächtigen, geschützt durch einen Paros-Schattenschirm, der die Stadt durch eine Teilentmaterialisierung teilweise aus dem Normalraum entrückte. Die letzten 8 Seelen brachten ihr Raumschiff in eine stabile Umlaufbahn um den Ursprungsplaneten, rekalibrierten ihre Ortungsgeräte und begannen die Oberfläche noch einmal zu scannen. Sie suchten das Zeichen des Tannenbaums. Denn so hieß es in einem anderen kryptischen Liedtext, dass das Kleid des Tannenbaums die Portalsucher etwas lehren wolle, also den Code für die Benutzung des Entrückungsportals. Seine Blätter seien treu und beständig, hieß es dann weiter. Das ließ sie darauf hoffen, doch noch eine schwache energetische Signatur eines leuchtenden Weihnachtsbaums zu finden. Nachdem nämlich auch die Nachfolger des Portalmeisters nach Jerusalemorum aufgestiegen waren, starben die übrig gebliebenen Seelen im gesamten Universum nach und nach an der merkwürdigen Black Hole-Seuche, die wie kleine schwarze Löcher alle Lebensenergie nach innen verkrümmte, bis nichts mehr zum Leben vorhanden war. Und wenn der letzte Mensch gegangen sein würde, sagten alte Berechnungen, könnte es noch circa 144 Jahre dauern, bis auch der letzte blinkende Tannenbaum auf dem höchsten Gebäude des Ursprungsplaneten erlosch. Nach diesem 828 Meter hohen Turm des Gottesgesandten, dem Burj Khalifa in Dubai, suchten sie jetzt. Hoffentlich waren sie nicht zu spät gekommen. Aber nein, da, auf der Außenterrasse der 148. Etage der mit 555,77 Metern höchsten häuslichen Aussichtsplattform auf dem Ursprungsplaneten, stand er und leuchtete. Ein echter Weihnachtsbaum, treu und beständig, auch wenn sein Licht schon bedenklich flackerte. Mit immer wieder auf ihrer langen Reise eingeübten Handgriffen speisten sie die Lichtsequenz des Tannenbaums in den Portalfrequenzmodulator ein, den ihnen ein alter Erzengel auf Ambrosia 7 überlassen hatte, einem Planeten des letzten Sonnensystems vor dem großen Leerraum zwischen Milchstraße und Andromeda. Dazu zitierten sie im vorgeschriebenen Rhythmus die alten Worte und hofften inständig, dass sie die Texte korrekt entziffert hatten. Alle Jahre wiederkommt,
der Portalmeister Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir acht Seelen sind, kehrt mit seinem Segen ein ins höchste Haus, geht auf achter Wegen mit uns ein und aus, ist auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass er treu mich leite in die jenseitigen Lande. Sie hatten die Worte kaum gesprochen, da flimmerte die Luft vor ihnen, und sie sahen vor sich die Portalkonsole in Form einer liegenden Acht, dem Symbol der Glückseligkeit und des ewigen Neuanfangs. Sie stellten sich im Kreis um die Portalkonsole und berührten sie gemeinsam an den acht vorgesehenen Vertiefungen. Und von einem Augenblick auf den anderen standen sie plötzlich in einem weiten, dunklen Raum. Ein leichtes Ziehen im Nacken verriet ihnen, dass der Transfer aus der linearen Zeitausbreitung heraus in die jenseitigen Lande funktioniert haben musste. Und obwohl sie die Anwesenheit unzähliger anderer Seelen wahrnehmen konnten, war es unmöglich, Verbindungen zu anderen Achtergruppen aufzunehmen. Die jenseitigen Lande machten den Eindruck einer großen dunklen Leere, wie man sie sonst eben nur vom Raum zwischen großen Galaxien kannte oder von dem phylakischen Gefängnis, mit dem man den jungen Kindern Angst machte, wenn sie nicht hören wollten. Alle schienen auf etwas zu warten. Aber es passierte nichts. Ängstlich hielten sie sich an den Händen. Ihres Wissens nach waren sie doch die letzten lebenden Seelen des bekannten Universums gewesen. Warum geschah dann nichts? Sollten sie das alte Petruslogion doch falsch verstanden haben? Doch da wurde es auf einmal hell. Ein Lichtstrahl fiel aus einer anderen Dimension in das Dunkel hinein und es strahlte hell auf über dem Volk, das im Finstern wartete. Auf dem Lichtstrahl schwebte der Portalmeister Christuskind in das phylakische Gefängnis, gefolgt von himmlischen Heerscharen, bestehend aus Engeln, Theokotoi, Verkündern, Tronoi, Blutzeugen und vielen anderen. Und sie alle sangen das wunderschönste Lied, das im Multiversum jemals erklungen war. Herrlichkeit des Christuskinds in der Höhe, das goldene Strahlen Jerusalemurums und Friede auf dem Ursprungsplaneten in den Seelen des Wohlgefallens, der Schlüssel zum Aufstieg. Dann entzündete der Portalmeister Christuskind höchstpersönlich den letzten Weihnachtsbaum mitten im dunklen phylakischen Gefängnis, und sein Leuchten bahnte sich einen Weg durch die Nasen aller Anwesenden und machte sie wieder zu lebenden Seelen, indem sie den Verkrümmungsvektor der Black Hole Seuche auflöste. Und als alle wieder mit dem Herzen hören und sehen konnten, fing der Portalmeister Christuskind an zu predigen. Von einem Gott, der alle Menschen bedingungslos liebt, erzählte er, und dass dieser Allmächtige sie alle nach Hause holen wollte, und dass in der goldenen Chronosphärenarche noch genügend Platz für jeden Einzelnen aus den jenseitigen Landen sei und niemand im phylakischen Gefängnis bleiben müsse. Und sie hörten ihm zu, die Prostituierten, Freier, Atheisten, Gläubigen, die Mörder, die Steuerhinterzieher, die Kindersoldaten, die den Eltern Ungehorsamen, die Börsenspekulanten, die Gleichgültigen und Leidenschaftlichen, Kreativen und Verwaltungsbeamten und aus welchen Hintergründen sie alle kamen. Sie begannen zu weinen, tief erschüttert über die Erkenntnis, dass die Augen ihrer Herzen durch die Umstände des Lebens erblindet waren und dass sie den Stern, der ihren Namen trug
unter all dem Mist nicht mehr gefunden hatten, nicht mehr hatten finden können. So oder so ähnlich waren sie alle in den jenseitigen Landen gestrandet. Doch jetzt streckte der Portalmeister Christuskind seine Hand aus und bot jedem eine sichere Passage durch das letzte funktionierende Erlösungsportal an. Und gegen alle metaphysikalischen Regeln reichte der kleinste Funken Vertrauen in seine Botschaft aus, und binnen eines Wimpernschlags war das phylakische Gefängnis leer und die Mission Weihnachten endlich erfüllt. Darum singt man seit Äonen an allen Orten des Multiversums davon, dass der letzte Weihnachtsbaum in der Hölle brennt. Ja, das war meine Science-Fiction-Weihnachtsgeschichte, inspiriert von der Höllenfahrt Christi nach 1. Petrus 3, Vers 19 und natürlich inspiriert von der legendären Perry Rhodan-Serie, die ich seit langem schon wöchentlich lese, ein Fan bin. Und worauf ich mich sehr freue, ist Februar, Band 3000. Aber das nur nebenbei gesagt. Ja, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, dann teilt sie weiter, erzählt den Menschen von diesem literarischen Adventskalender. Und wir sehen uns morgen nicht um 11.11 Uhr, sondern zu einer anderen Zeit. Denn um 11.11 Uhr stehe ich in der Stadtmission in Offenbach auf der Kanzel und predige vom Advent, predige vom Portalmeister Christuskind, allerdings in einer Sprache, die die Menschen in der Gemeinde auch verstehen können. Nicht alle sind Perry Rhodan-Fans. Aber ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir sehen uns. Bis dann. Einen schönen ersten Advent euch allen. Ciao.